Guardians of the Galaxy ist ein tierisch lustiges Singleplayer-Abenteuer auf den Spuren von Lara Croft und Nathan Drake. Hallo da draußen, hier ist Hagen Geritz von Gamers Global mit einem neuen Test. Wird erledigt! Heute geht es um Marvel's Guardians of the Galaxy von Eidos Montreal und Square Enix. In dem Action-Adventure steuert ihr Peter Star-Lord Quill, erkundet lineare Raumschiffe und Planeten gemeinsam mit Rocket, Groot, Gamora und Rex und lasst Feinde eure Spartoy-Pistolen und Jetstiefel schmecken. Dieses Testvideo wurde übrigens durchgängig im Qualitätsmodus der PS5 aufgezeichnet. Die Geschichte beginnt kurz nachdem die Guardians sich zusammengeschlossen haben. Die Truppe will in einer Sperrzone ein legendäres Monster fangen, um seinen Ruf zu verbessern. Dabei geht einiges schief und das Fünfergespann muss erfinderisch werden, um Geld aufzutreiben, damit es nicht sein Schiff verliert. So erlebt ihr zunächst eine Reihe kleinerer Abenteuer, deren Fäden nach dem ersten Spieldrittel zu einer spannenden Popcorn-Kino-Story zusammenlaufen, bei der nicht nur für die Guardians viel auf dem Spiel steht. Die Geschichte beginnt jedoch etwas unvermittelt und erst im Laufe der Handlung oder durch einen Blick in die Ingame-Enzyklopädie versteht ihr ohne Kenntnis der Comic-Vorlage, was bisher geschehen ist. Da das Spiel auch nicht im Marvel Cinematic Universe angesiedelt ist, hilft Vorwissen aus dem Film auch nur zum Teil. In Sachen Gameplay teilt sich Guardians of the Galaxy vorrangig in drei Bestandteile. Zum einen erkundet ihr in den 16 Kapiteln diverse Levels, wie im All treibende Schiffswracks oder einen Monsterplaneten. Die Wege sind dabei überwiegend linear, wenn ihr aber die Augen nach Schleichwegen offen haltet, könnt ihr versteckte Nischen finden, in denen ihr Sammelgegenstände oder Komponenten erbeutet. Mit letzteren könnt ihr die Ausrüstung von Star-Lord verbessern, um etwa eure Lebensleiste zu erweitern oder Moves freizuschalten, wie zum Beispiel, dass beim Ausweichen in letzter Sekunde eine Zeitlupe ausgelöst wird. Sieht aus, als gäbe es einen Weg darunter! Quill, du musst dieses Schiff sehen! Ständig mit von der Partie sind die anderen Guardians, die eine erstaunliche Anzahl an beiläufigen Dialogen parat haben. Am Anfang spekulieren sie etwa fleißig, wie die Kreatur wohl aussieht, die sie jagen, denn sie wissen gar nicht, was das eigentlich ist, was sie dort suchen. In den Kapiteln ergeben sich so diverse Running Gags. Dazu reagieren die Figuren häufig dynamisch auf meine Aktion, erschreckend sich zum Beispiel, wenn ich rumballere. Manchem wird das dauernde Gerede vielleicht zu viel, zumal es Spannungen zwischen den fünf Hauptfiguren gibt. Besonders Rocket ist halt Rocket und fängt gerne Streit an, wenn er sich nicht gerade beschwert. Da jedoch der Dialogwitz mit zu den Highlights des Spiels gehört, sehe ich das Geplauder klar als Vorteil. Da die Figuren aber auf so viel reagieren, wurden regelmäßig Dialoge unnatürlich mitten im Satz abgewürgt, weil ich schon in die Nähe des nächsten Hotspots kam, der einen neuen Dialog auslöste. Bei der Erkundung springt ihr mit den Jetstiefeln herum und löst Umgebungsrätsel, oft mit Hilfe der Guardians. Drax zerstört etwa brüchige Wände oder schleppt Metallteile, die ihr als Plattform nutzen könnt, während Gamora alles Mögliche mit ihrer Klinge zerteilt. Die Rätsel sind nicht anspruchsvoll, da ihr nur beim Blick auf passende Objekte überhaupt das Menü aufrufen könnt, um die Guardians um Hilfe zu bitten. Na, das war doch einfach! Gutes Team von allen! Ich bin gut. Ich hab passiv geholfen! Eidos Montreal markiert den weiteren Weg zwar nicht so gekonnt im Level wie Naughty Dog, trotzdem wusste ich selten nicht, wo ich lang muss, weil ich etwa eine Felsspalte zum Durchquetschen übersehen habe. Meist hilft zudem der Scanner eures Visors, der interessante Objekte analysiert und Tipps gibt. Auch Gegner könnt ihr im Kampf auf Schwachpunkte scannen. Und die Kämpfe sind ein zweiter großer Bestandteil des Spiels. Ihr schießt vor allem mit euren Pistolen auf Feinde. Die besitzen zusätzliche Elementarschüsse, die euch helfen, die Taumelanzeige der Gegner zu füllen. Feinde ins Taumeln zu bringen ist das Mittel der Wahl, da ihr dann wesentlich mehr Schaden mit Schüssen und Nahkampfangriffen bei Aliens und Monstern anrichtet. Ungefähr wie in Halo besitzt Star-Lord einen sich regenerierenden Schutzschild. Sowohl Schild als auch Leben schmelzen aber recht schnell dahin, ihr weicht daher vor allem agil aus und konzentriert euch auf geschwächte Gegner. Da kommen wiederum die Guardians ins Spiel. Bei gedrückter R1-Taste ruft ihr wieder ihr Menü auf und wählt einen der vier anderen per Knopf. Ein zweiter Knopfdruck löst einen von bis zu vier Skills aus. Grundlegend hält Groot mehrere Gegner fest, Rocket richtet Flächenschaden an, Gamoras Angriffe zerlegen einen Feind und Drax bringt einzelne Gegner zum Taumeln. Häufig kämpft ihr gegen viele Gegner und die Gefechte geraten etwas hektisch und unübersichtlich.
Die Fähigkeiten der Guardians sind daher auch wichtig, um Gegner gezielt zusammenzufärchen und das Schlachtfeld auszudünnen. Oft bleiben dann einige stärkere Brocken mit besonderen Eigenschaften. Die fühlen sich aber nicht zu sehr nach Schadensschwemmen an, wenn ihr die Skills effektiv einsetzt. Neben dem hat auch noch Star-Lord selbst Spezialangriffe auf Lager und ihr könnt per Quicktime-Event besondere Attacken auslösen und Umgebungsobjekte benutzen. Bei aufgefüllter Spezialleiste könnt ihr schließlich noch den Huddle auslösen, bei dem ihr die Gruppe zusammenruft, die über ihre Stimmung im Kampf redet. Ihr müsst dann aus zwei Optionen die mal mehr, mal weniger offensichtliche Antwort wählen, um die Gruppe zu motivieren. In jedem Fall wirft Star-Lord sein Mixtape mit 80er-Jahre-Songs an und der Huddle heilt Star-Lord und zu Boden gegangene Guardians. Doch wählt ihr zusätzlich die richtige Antwort, kriegt das ganze Team einen enormen Schadensboost. Die Kämpfe brauchen etwas Eingewöhnungszeit, auch wegen der verflackt ungewöhnlichen Steuerung. So schieße ich selten frei auf Gegner, sondern nutze das Lock-On, doch das liegt auf R2 statt wie quasi in jedem anderen Spiel auf R3. Auf R3 liegt aber der Visor, den ich natürlich aus Gewohnheit dann öfter versehentlich angeworfen habe. Als ich mich aber reingefuchst hatte, machte der leicht taktische Mix aus Ballern und Zuschlagen Laune. Wem das Gewusel zu anstrengend oder die Kämpfe nicht schwer genug sind, der kann sich kleinteilig seinen Wunschschwierigkeitsgrad zusammenstellen. Neben Erkundung und Kampf gibt es ruhigere Abschnitte, in denen ihr nur herumlauft, Objekte untersucht und mit Figuren redet. Auf eurem Schiff der Milano habt ihr zum Beispiel Gelegenheit, noch mehr mit dem Rest der Party über ihre Vergangenheit zu reden oder die Wellen zu glätten, wenn ihr ein Mitglied mit Entscheidungen verärgert habt. Entscheidungen trefft ihr die ganze Zeit, um Gespräche in bestimmte Richtungen zu lenken. Hin und wieder gibt es richtige Dialogrätsel. Ihr wählt aber auch ab und zu aus zwei Optionen das weitere Vorgehen der Guardians. Manchmal umgeht ihr so nur Kämpfe, aber in einem bestimmten Abschnitt zum Beispiel sorgen die Entscheidungen aus einem früheren Kapitel sogar dafür, dass ihr euch entweder im Kampf durchschlagen müsst oder ihr in einem ganz anderen Areal desselben Levels schleicht und Rätsel löst. Bei den Kämpfen hatte ich nur an wenigen Stellen das Gefühl, dass ein Abschnitt in die Länge gezogen ist und wenn es mal direkt mehrere lange Zwischensequenzen in Folge gab, war ich von denen so unterhalten, dass es mich nicht störte. Allerdings fühlt sich die Abfolge von Kampf, Erkundung und narrativen Szenen teils etwas vorhersehbar und formelhaft an. Doch dann gelingt es Eidos Montreal immer wieder mit besonderen Einlagen zu überraschen, die ich hier natürlich nicht vorwegnehmen will. So viel sei aber gesagt, Dogfights oder Rail-Shooter-artige Flügel mit der Milano kommen nur selten vor. Die Schädel der größten Jäger schmücken seine Fänge. Kann ein Tod ruhmreicher sein? Wir wollen nicht sterben, Drax. Die deutschen Sprecher, besonders die der fünf Helden, machen ihre Sache gut. Aber der englische Cast, der ist richtig hervorragend, der bringt die Rollen richtig lebhaft rüber. Während die Soundeffekte noch ein bisschen mehr Schmackes vertragen könnten, ist der Soundtrack ganz fantastisch. Der nutzt in gewissen Szenen lizenzierte Tracks wie Tainted Love und Co. sehr gelungen, was ich euch in diesem Video wegen Lizenzgründen nicht zeigen kann. Anders sieht das bei den für das Spiel komponierten Stücken der fiktiven Band Star-Lord aus, die exzellent das Feeling von 80er Jahre Hardrock und Metal nachahmen. Damit komme ich zu meinem Fazit. Mit Marvel's Guardians of the Galaxy bringt Square Enix die Antithese zum schwachen Marvel's Avengers heraus. Ihr erlebt mit Star-Lord und den anderen Wächtern feinste Singleplayer-Unterhaltung mit einigen herrlich abgefahrenen Kulissen. Gleichzeitig nimmt sich die Story Zeit für ihre fünf Helden, die mit Star-Lords Hilfe erst lernen müssen, zusammenzuwachsen. Und obwohl ich nur Star-Lord direkt steuere, sorgt Eidos Montreal gelungen dafür, dass die ganze Gruppe sowohl im Gameplay als auch durch die Masse an Dialogzeilen ständig präsent bleibt. Comic-Fans können sich über etliche Marvel-Anspielungen an jeder Ecke freuen. Vor allem aber wurden der Dialogwitz und die Absurditäten des Alls aus der Vorlage super eingefangen. Guardians of the Galaxy ist aber nicht nur saukomisch, sondern zündet ein abwechslungsreiches Actionfeuerwerk. In geskripteten Sequenzen kracht und scheppert es schön, Erkundungsabschnitte und dialoglastige Passagen auf dem Raumschiff Milano sorgen ebenso für Varianz wie andere kurzweilige Einlagen. Die Kämpfe leiden unter einer gewissen Hektik und Hakeligkeit in der Bedienung, doch die Fähigkeiten der Guardians helfen, Ordnung ins Chaos zu bringen. Nach etwas Einarbeitung hatte ich Spaß mit den zahlreichen Möglichkeiten und dem Fokus auf Beweglichkeit in den Kämpfen.
Technisch läuft nicht alles rund. Da fallen Animationsfehler ins Auge, die Testfassung hatte noch ein paar weitere Bugs und auch die Güte der Texturen schwankt. Insgesamt machten die Umgebungen jedoch einen schicken Eindruck. Der Soundtrack ist wie erwähnt klasse und besonders an einen Moment, der die Lizenzmusik genial nutzt, werde ich bestimmt noch eine Weile zurückdenken. Insgesamt wandeln die Guardians trotz ein paar Schwächen souverän auf den Spuren von Lara Croft und Nathan Drake, setzen dabei aber eigene Akzente. Kurz gesagt, Singleplayer-Freunde sollten sich dieses Weltraumabenteuer nicht entgehen lassen. Meine Wertung lautet daher 8,5 von 10. Meinen Texttest zu Guardians of the Galaxy findet ihr frei für alle auf gamersglobal.de. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Danke sehr!